Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf TennoTV. Heute möchte ich euch die gefühlt 100.000. Version von Tokitori auf einer Konsole von Nintendo vorstellen. Nach der ersten Version auf dem GBA im Jahre 2001 kam Tokitori 2008 auf WiiWare und hat jetzt seinen Weg in den Wii U eShop gefunden. Daneben gibt es auch noch weitere Varianten, zum Beispiel für den PC, die PS3, Android, iOS und so weiter. Jedenfalls schlüpft man im Spiel immer noch in die Rolle von Tokitori, einem kleinen gelben Küken mit großen Kulleraugen. Dieses süße Wesen ist gerade frisch geschlüpft und ganz auf sich alleine gestellt, da alle anderen Eier gestohlen wurden. Die Aufgabe von Tokitori und damit die des Spielers ist es also, die Eier wieder einzusammeln. Das tut man in den einzelnen Leveln, indem man mit dem Küken herumläuft und sie einfach wieder einsammelt. Einfach? Nicht wirklich, denn als frisch geschlüpfter Hahn oder Huhn, man weiß das nicht so genau und kann es auch in HD immer noch nicht erkennen, kann der Held noch nicht fliegen. Und da seine Art noch nie springen konnte, kann er es auch nicht. Es ist also, anders als man anfangs vielleicht vermuten könnte, kein reiner Plattformer, sondern eher ein Puzzlespiel. Und was für eins. Was in den ersten Levels noch nach Kindergarten aussieht, wird sehr schnell echt schwer. Man muss extrem viel kombinieren und weit vorausplanen, um alle Eier zu erreichen. Und das muss man tun, um die Levels zu schaffen. Doch dabei ist man natürlich nicht völlig hilflos, sondern hat zahlreiche Gegenstände, die man zu seinem Vorteil einsetzen kann. Den Anfang macht ein Brückenkit, mit dem man eine Brücke bauen kann, sodass das Küken dann Abgründe überwinden kann. Später kommen dann noch weitere Dinge dazu, darunter eine Eiskanone, ein Schneckensauger, eine Geisterfalle, ein Teleporter und einiges mehr. Da man diese Hilfsmittel jedoch nur äußerst selten unbegrenzt einsetzen darf, sondern die Anzahl meist strikt begrenzt ist, muss man eben genau wissen, wann man was einsetzt, um zum Ziel zu kommen. Ein wenig erinnert das an das Spielprinzip von den Lemmingen, wobei man hier nur eine Spielfigur hat, die man auch noch selbst steuern kann. Jedenfalls muss man sich vorsichtig fortbewegen, um nicht plötzlich festzuhängen. Aber selbst wenn das mal passiert, und das wird es ständig, ist das kein Beinbruch. Denn glücklicherweise lässt sich die Zeit beliebig zurückdrehen. So kann man sich Stück für Stück der Lösung nähern. Dass ich dabei oft wieder bis ganz zum Anfang zurückspulen musste, sagt wohl deutlich aus, wie komplex es teilweise ist. Insgesamt gibt es in den 5 Welten immer 12 Levels, also mehr Welten als in den beiden bisherigen Versionen. Jede Welt hat auch noch 2 neue Levels spendiert bekommen und unter bestimmten Bedingungen schaltet man dann auch noch schwere Levels und Bonuslevel frei. Die haben es dann wirklich in sich, sind aber zum Beenden des Spiels nicht erforderlich, außer man will eben 100% erreichen. Optisch ist das Spiel gut gelungen. In HD sieht es so gut aus wie nie zuvor. Es ist und bleibt aber kein Augenöffner. Der quietschbunte Look passt aber gut zum Spiel und auch die etwas düsteren Welten wirken durchaus gut, trotz des eher einfachen und fast schon kindlichen Looks. Akustisch ist es gut, die Melodien gehen ins Ohr und vor allem der Titelsong ist da bei mir auch oft hängen geblieben. Deshalb spiele ich es jetzt nicht mehr unmittelbar vor dem ins Bett gehen, denn dann werde ich das gar nicht mehr los. Die Steuerung funktioniert auch gut. Die Tasten sind schlau belegt, sodass man die Hilfsmittel gut einsetzen kann. Einzig die Steuerung vom Helden selbst nervt manchmal etwas, da sie nicht pixelgenau ist. Dazu muss man sich immer erst umdrehen, bevor man entgegen Tokitoris Blickrichtung gehen kann. Und man muss Lücken und Hilfsmittel wie Leiter genau treffen, um sie nehmen zu können. Wenn man also halb vor einer Leiter steht, dann klettert er sie nicht hoch. Das ist vor allem dann nervig, wenn man sich mal vor einem Gegner in Sicherheit bringen muss. Da man aber ja jederzeit zurückspulen kann, ist es auch nicht tragisch, wenn es mal in die Hose geht. Nervig ist es aber trotzdem. Unterm Strich macht Tokitori Spaß. Mir gefällt es auch über 12 Jahre nach dem Original und beim dritten Mal noch. Klar, denn die meisten Lösungen habe ich zwischenzeitlich wieder vergessen. Somit kann ich es nicht nur für Neulinge empfehlen, denen das Video gefallen hat, sondern auch allen, die das Spiel schon kannten und sich positiv daran zurückerinnern. Unterm Strich bekommt es von mir 79% und eine Download-Empfehlung. Vor allem beim Preis von knapp 2 Euro kommt man kaum daran vorbei. Wer mehr erfahren will, dem empfehle ich meinen geschriebenen Testbericht auf tenno.de. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mario.